Wenn man jemanden kennenlernt, achtet man auf diese vier Eigenschaften. Der erste ist, man achtet auf Schönheit. Gefällt sie mir? Gefällt sie mir nicht? Gefällt er mir? Gefällt er mir nicht? Optisch. Jetzt ist aber eine Problematik bei uns Brüdern. Er heiratet sie unbedeckt. Und wenn sie dann heiraten, stört ihn das, dass sie jetzt nicht bedeckt ist. Weil er religiöser geworden ist. Oder aus welchem Grund auch immer. Du bist selber schuld. Du hast sie dir ausgesucht. Jetzt musst du Geduld haben. Natürlich ist es dein Recht. Allah hat dir dieses Recht gegeben, dass deine Frau auf dich hört und sagt, okay, ich werde mich bedecken. Aber du musst Geduld haben. Warum? Weil wir wollen ja nicht, dass sie es für dich macht. Wir wollen für wen? Für Allah. Weil wenn sie es für dich macht, hast du davon keinen Nutzen. Macht sie es für Allah, wird sie automatisch, Allah wird etwas auf sie herabsenden, dass sie mehr Schamhaftigkeit besitzt und Allah wird sie beschützen. Der Hijab ist ja ein Schutz. Deswegen sollte man auf Schönheit achten, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil wir heiraten nicht, um irgendwie eine schöne Zeit zu verbringen, sondern wir heiraten, damit wir uns gegenseitig zum Paradies schubsen. Eine Ehe dient dazu da, dass man gegenseitig sich ins Paradies schubst. Nicht um irgendwelche Gelüste zu machen. Das ist eine Nebensache, die Allah geschenkt hat zwischen zwei Geschöpfen. Aber der Hauptzweck einer Ehe ist, sich zu schützen vor Sünden und sich gegenseitig zu schubsen ins Paradies. Die zweite Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, achtet auf die Familie. Achtet auf die Familie. Es ist ja ein Problem. Beispiel. Ich gebe nur ein Beispiel, was für uns bekannt ist. Tamam? Du heiratest einen Bruder, dessen Geschwister alle kriminell sind. Alle sind kriminell. Er ist vielleicht anders, ja? Aber du kannst keinen Khair erwarten jetzt von seiner Familie. Weil wie viele haben sich beschwert? Oh mein Gott, seine Mutter, diese Hexe, ich hasse sie, die dies, die das. Schwestern, die sich beschweren. Brüder, boah, diese Schwiegermutter, ich kann sie nicht. Bruder, das ist so ein Dinosaurier, ich kann die nicht. Du musst auf die Familie achten. Du musst schauen, wie ist die Mutter, wie benimmt sie sich, wenn man um die Hand anhalten geht. Richtig? Man achtet drauf, wie benimmt sich die Mutter, wie benimmt sich der Vater, wie ist die Familie, für was sind sie bekannt. Wenn das alles passt, dann kommen wir zum Schritt 3. Dann kommen wir zu Schritt 3. Und das ist der Besitz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, achtet gegeneinander auf Reichtum. Auf ihren Besitz oder auf seinen Besitz. Aus welcher Familie kommt ihr? Haben sie Geld, haben sie kein Geld? Das ist leider eine traurige Realität. Arm mit Arm, Reich mit Reich. Schwierig, dass sich diese zwei Gruppen vermischen. Weil, wir kennen das, wenn sie einen heiratet, der ärmer ist als sie, dann wird er sich Sprüche anhören. Ja, bei meinem Vater ging es mir besser. Bei meinem Vater war ich in den Malediven. Bei meinem Vater habe ich das gemacht. Bei meinem Vater habe ich Balenciaga getragen. Bei dir, ich habe gar nichts. Was kannst du denn? Genauso aber auch umgekehrt. Wenn er aus einer reicheren Familie kommt und sie kommt aus ärmlicheren Verhältnissen. Bei deinem Vater hattest du dieses Leben nicht. Bei mir lebst du besser. Was willst du denn? Ich gebe dir alles. Also muss man darauf achten, wie sind die Verhältnisse. Es muss nicht immer ein Grund sein, um abzulehnen. Aber man sollte vielleicht ein bisschen darauf achten. Und die vierte Sache ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Beste, die Religion. Wallahi, liebe Geschwister, ich schwöre euch bei Allah subhanahu wa ta'ala, eine Frau, die ihre 5 Gebete einhält, die ihre Scham hütet, ihren Monat fastet, die Ehre und Stolz ihres Mannes bewahrt, Allah macht ihr alle 8 Tore des Paradieses auf. Und es wird zu ihr gesagt, geh aus welchem Tor du möchtest. Kannst du aussuchen, such dir alle 8 aus. Du kannst von diesem. So eine Frau ist für dich wertvoller, als wenn du eine Frau hast, die schickimicki ist. Ich möchte auch keinen zu nahe treten, aber wir sind hier, um die Wahrheit zu sprechen. Ich sage nicht, dass alle so sind, um Gottes Willen, damit man mich nicht falsch versteht. Ich möchte keinen angreifen. Aber das ist das, was ich von meiner Erfahrung mitbekommen habe, was ich höre, sehe und gefragt werde. Wie kann ich das sagen, ohne so... Ach, was soll's. Man kann nicht viel erwarten, Bruder. Wir kommen auch gleich zu den Schwestern. Man kann nicht viel erwarten, wenn die Schwester sehr, sehr viel auf ihre Äußerlichkeit gibt. Lange Nägel, gespritzte Lippen, gespritzte Wangen. Kann man, so leid es mir tut, man kann nicht viel erwarten. Wahrheit, Bruder.
Erwarte jetzt nicht von ihr, Bruder, weil man sieht ja, in welchen Verhältnissen sie groß geworden ist. Und man sieht aufgrund der Verhältnisse, aus welchem Haushalt sie kommt und wie sie großgezogen worden ist. Du kannst nicht viel erwarten. Das sind die vier Eigenschaften: Schönheit, Familie, Besitz, Religion.